Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Panzergeneral 3D. Das letzte Mal hatten wir San Francisco gespielt und ja, heute geht es weiter mit Tokio. Ja, das sind unsere Nicer Dicer Truppen und gut, ich würde sagen, gehen wir gleich mal zur strategischen Karte über. Wir haben 10 Züge Zeit, beziehungsweise 8 Züge für einen glorreichen Sieg. Es ist Regen, okay. Gut, ist jetzt auch nicht so schlimm, dass Regen ist. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr und da können die Flugzeuge der Alliierten jetzt im ersten Zug auch nichts kaputt machen. So, ja, das ist die strategische Karte. Also die amerikanischen Pazifik-Truppen, die landen hier, sind hier in Tokio angelandet. Also hier ist Tokio überall. Und ja, wir können uns ziemlich verteilt aufstellen. Ich guck gerade mal, ich kann das hier gerade gar nicht erkennen, wo überall Aufstellungsteile sind. Auf jeden Fall hier können wir unsere Truppen, also unsere Schiffe aufstellen. Und ja, wir haben hier einige japanische Hilfstruppen, allerdings über die Qualität hüte ich mich mal zurück. Nee, halte ich mich mal zurück. So, hier stellen wir vielleicht den auf und dann noch einen Aufklärer. Hier den Leopard zum Beispiel und den da. So. Und ja. Ist die Frage, wen stelle ich wo auf? Hier vielleicht einen guten Panzer und eine dicke Artillerie wäre auch nicht schlecht. Stelle ich mal hier hin. So, ja, hier stellen wir mal zwei Panzer und den ausgezeichneten Panzerjäger. Und einen Aufklärer hin und die Flak. So, gut. Artillerie brauchen wir natürlich auch. Dann nehmen wir noch die Waffen-SS. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Und die Frage nehmen. Anderen Seite brauchen wir auch noch ein paar. Nehmen wir vielleicht mal hier den Panzerjäger noch. So, und okay, dann geht es jetzt im Osten weiter. Genau, hier können wir Einheiten aufstellen. Hier können wir auch noch mal Einheiten aufstellen. Dann machen wir das jetzt auch mal schnell, auf die Schnelle. So. Aufklärer noch. Gut, also was ich schon mal sehe, auf jeden Fall, wir haben schon so viele Truppen verloren, dass wir alles auf Land aufstellen können. Das ist schon mal sehr gut. So, hier haben wir noch einen Aufklärer. Okay, gut. Dann ist jetzt die Frage, wo stellen wir unsere Schiffe auf? Ich würde die vielleicht einfach mal hier aufstellen. Zumindest die drei. Die zwei kann ich dann noch hier unten aufstellen. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. So, zack. Ich habe keine Ahnung, wo die Truppen da sind. Okay, also hier sehe ich jetzt ein paar Schiffe.
Da hatte ich jetzt Glück, dass ich nicht in den Hinterhalt gerauscht bin. Okay, gut. Das hat jetzt leider nicht funktioniert, aber so what? Das ist jetzt relativ egal. In der nächsten Runde kriegen wir das Ding auf jeden Fall kaputt. So, den fahre ich jetzt mal kurz dahin. Ja, das ist alles etwas unübersichtlich, die ganze Situation hier. Das ist die Schwierigkeit in diesem Szenario so ein bisschen. So, da können wir noch mit der Artillerie draufhalten und dann würde ich sagen, fahren wir hier mal ein bisschen nach Norden. Hier geht es jetzt auch knallhart weiter. Ich denke mal, dadurch, dass es auch nur 8 Züge sind, wird das wahrscheinlich ein relativ schnelles Szenario heute werden. Also ich denke mal, wir werden heute keine Stunde brauchen. Ja, Pearl Harbor ist jetzt auch nicht allzu stark. Nee, Moment, wir machen das mal etwas anders. Und zwar lassen wir den mal hier lang fahren. Weil sich hier überall noch so einzelne Einheiten rumfahren und damit die mir hier nicht alles einnehmen. Deswegen machen wir das mal so und machen wir das mal. Gut, den werden sie jetzt mit Sicherheit mit Sicherheit abschießen, den Vierer. Das ist mir jetzt aber auch relativ schnuppe. Und da gucken wir einfach mal, was der nächste Zug so bringt. Der rast schon mal in den Hinterhalt. Da ist auch wieder einer in den Hinterhalt gerast. Okay, so kann man natürlich auch Schiffe versenken, einfach mit einem Panzerjäger dahin fahren. Das war jetzt weniger freundlich. Okay, der ist auch Hinterhalt, sehr schön. Och, jetzt lass doch meinen armen Aufklärer rein. Ernsthaft. Ich habe mir doch noch einige Schiffe mehr, als ich gedacht habe. Einige Flugzeuge. Ja, vor diesem Level-Bomber, vor dem hatte ich nämlich Angst gehabt. Das sind sogar 2 Stück von denen. So, die geraten jetzt auch in den Hinterhalt. Gut, aber wenn die mich halt nicht sehen können, dann ist das, beziehungsweise nicht sehen können, wenn es halt Regen ist, dann können sie ja nichts machen erstmal. Von daher ist das relativ harmlos. Dann hoffe ich jetzt auf gutes Wetter, dass ich dann jetzt gleich mit meinen Flugzeugen loslegen kann und schon mal ein paar Sachen abschießen kann. Das sieht jetzt nicht so toll aus. Ist klar, ist klar. Ey. Was für ein Arschloch.
Die eine Artillerie lassen wir jetzt einfach mal so als Unterstützungsfeuer noch da. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit den Schiffen weiter. Schiffchen. So, da ist jetzt aber leider einer drin, das ist schade. Aber gut, wir haben hier ein paar Ausgrabungstruppen und können schon mal gleich das erste Seekex einnehmen, das ist schon mal sehr nice. Okay, das geht alles nicht so richtig. So, ach toll, da ist einer im Weg. Jetzt die Panzer schon mal größtenteils kaputt zu machen oder zumindest anzuschießen. So, und das hat ja eigentlich auch schon ganz gut geklappt. Dann ist es immer noch schlechtes Wetter. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, aber ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Dass immer noch Kackwetter ist. So, ich weiß gar nicht mehr, hatte der? Ne, der hatte noch nicht. Dann kann er nochmal einen Angriff starten. Und dann sieht das ja alles in allem schon ganz gut aus. Hier haben wir auch noch ein paar Flugzeuge. Allerdings, ich kann euch das mal zeigen. Also, die haben nur zwei. Ich guck mal. Also die japanischen Hilfstruppen haben auch nicht volle Erfahrung. Das ist eigentlich recht traurig. Die haben alle so zwei oder drei Erfahrungsbalken nur. Der hier hat mal fünf, okay, zwei. Und die Flugzeuge, der hat vier, na, drei und zwei, aber ihr seht schon, also 12, 11, also 12 Angriff, 11 Verteidigung oder der 11, 11, das ist wirklich, naja, kein Kommentar zu solchen Werten. So, und dann hoffen wir mal, dass die feindlichen Flugzeuge, das war jetzt schon mal ungesund für den Gegner, okay. Ja gut, das war zu erwarten, dass das passiert. Was ich eigentlich sagen wollte, gerade eben. Ich hoffe mal, dass die feindlichen Flugzeuge kein Allwettertauglich haben. Das wäre natürlich schlecht. Aber die fliegen jetzt einfach nur so ein bisschen durch die Gegend. Der ist schon mal in den Hinterhalt gerast. Das ist schon mal sehr nice. Okay, jetzt gucke ich auch gleich mal. Achso, was ich jetzt auch gerade gesehen habe. Okay, bedeckt, jetzt können wir gleich loslegen. Das hier ist die Super-Einheit, von der jetzt im Intro beim letzten Mal die Rede war, und zwar Godzilla. Also wir hatten schon Chuck Norris. Jetzt in Tokio haben die Amerikaner hier Godzilla mitgebracht. Der hat auch 99 Erfahrungspunkte, also mit Anführereigenschaft, aber die
Ja, also wenn ich ihn im ersten Zug kaputt kriege, dann ist das alles nicht so dramatisch. Gut, aber jetzt legen wir erstmal mit unserer Flak los. Ganz am Anfang und so, wo haben wir hier noch? Hier haben wir noch Flak und hier haben wir Flak und hier haben wir Flak. Und dann würde ich sagen, stellen wir jetzt einfach schon mal unsere Jäger auf und machen uns ans fröhliche Abschießen. So, na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, sondern ich wollte den Bomber da abschießen. So, die Feinde haben momentan keinen Flughafen in ihrer Hand. Das ist schon mal sehr gut. Weil das ja, erhöht unsere Chancen natürlich, dass wir jetzt die Flugzeuge relativ schnell abgeschossen kriegen, wenn die sich halt nicht wieder zum Aufladen fliegen können. Beziehungsweise die können jetzt halt dann auch nicht allzu viel mehr uns anhaben. So, was würde denn passieren, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal hier hinstelle und dann über zwei Felder den Jäger... Ach, das ist aber gemein. Der kann doch gar nicht über zwei Felder schießen. Wie wird er denn dann Support Fire geben, wenn er da gar nicht hinkommt? Das ist aber ein bisschen blöd. So, Avenger, diesen Avenger sollte ich vielleicht auch irgendwie abschießen, aber ich guck gerade mal, ist nicht noch irgendwo ein Flugzeug, was ich ganz abschießen könnte? Also außer jetzt diese Einser da, ich glaube nicht. Das sieht nicht so aus. Gut, dann tue ich jetzt mal auf den Avenger draufgehen, weil da habe ich so ein bisschen Angst, dass der mir meine auch hier, dass der mir meine Sachen kaputt ballert. Meine Schiffe. Vor allem, weil der halt ziemlich gut gegen Schiffe ist. So, und dann haben wir den noch. Der kann auch aktiv angreifen. Ich würde sagen, damit schießen wir jetzt schon mal einen von den Bombern ab. Ist, glaube ich, egal, auf welchen ich drauf gehe. Ich gehe mal auf den hier drauf. So, und dann können wir jetzt einfach hier ein bisschen überrollen und den würde ich auch gern kaputt machen, den Siebener da. Das hat auch geklappt, sehr nice. Die Frage, was ich jetzt als nächstes mache. Also erstmal werde ich den hier überrollen und den hier schon mal zumindest ein bisschen verkrüppeln. Okay, und dann können wir richtig loslegen hier.
woanders. Den fahren wir dahin. Ach, und wir haben ja noch hier die Hilfsflugzeuge. Ich kann ja mal gucken, was das... Aber das ist keine gute Idee. Das lassen wir lieber mal. Das ist ein Jäger. Das geht also auch nicht. Also das geht alles im Endeffekt nicht. Das ist schade. Aber wir könnten die Flugzeuge ja jetzt als... machen wir erstmal das hier. Ja, das ist nämlich ein Level-Bomber. Da können wir schon mal dem seine Munition verringern. Hat jetzt aber auch nicht allzu viel gebracht. Und den nehmen wir jetzt vielleicht noch als Hilfsjäger. Der kommt da leider nicht hin. Das ist ärgerlich. Was anderes, und zwar gucken wir jetzt mal, dass wir, ja, das wollte ich nicht, diesen Einser da tilgen. Und mit dem anderen Jäger gehen wir mal auf den Panzerrad vielleicht drauf. Gut, ich würde mal sagen, also hier war es das schon mal soweit und hier können wir dann jetzt auch mal angreifen. Zack. Jetzt bräuchte ich irgendwas, was Kampfunterstützung hat vielleicht. Kommen die da hin? Ja. Ich krieg sie trotzdem nicht kaputt. Die sind aber ganz schön hartnäckig hier. Diese Ranger. Gar nicht so einfach, das alles. Gut, ich würde sagen, wir lassen das für diese Runde erstmal und dann gucken wir mal, was die Feinde jetzt so alles hinkriegen. Ja, ist klar. Ist klar, ja. Das könnt ihr aber ganz schnell vergessen. So haben wir nicht gewettet. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie wir das verhindern können. Also hier geht es gerade ordentlich rund. Aber wir müssen das jetzt sowieso nochmal neu laden. Von daher
Ich mal gespannt, was jetzt passiert. Autosave-Kampagne. Ja, wie können wir das verhindern? Am besten, indem wir den da hinstellen. Und den stellen wir jetzt mal dahin. Und dann hoffe ich mal, dass das dem Feind jetzt nicht so gut bekommt. Okay, jetzt haben sie sich was anderes ausgedacht. Immer wieder interessant. Okay, gut, jetzt gehen sie auf die andere Artillerie drauf. Das ist mir eigentlich relativ schnuppe, wenn sie das machen. Zug muss ich dann jetzt wirklich versuchen, die ganzen Levelbomber mal auszuschalten, weil die gehen mir hier gerade tierisch auf die Nerven. Ja gut, das könnt ihr gerne alles machen, das ist mir relativ schnuppe. Hat es jetzt auch voll gebracht. So, okay, also hier haben wir erstmal irgendwie so einen komischen Typi hier, der auf große Reise gehen wollte. Einheit. So, gut, das sieht jetzt schon mal besser aus. Hier haben wir noch Flugzeuge. Ein paar Stück. So, den schießen wir zumindest an und den schießen wir an. Okay, das ist die Frage, aber mit dem Zweier da müsste der eigentlich auch klarkommen. Sehr schön. So, hier haben wir noch ein Jagdflugzeug. Der schießt den Achter da vielleicht mal ab. Wenn es denn mal funktioniert hätte. Aber das müsste natürlich nicht funktionieren. So, nee, da brauchen wir, da können wir einfach die Flak nehmen. Okay, also hier haben wir noch einen Jäger und ansonsten sehe ich momentan keine Flugzeuge mehr. Den bringe ich mal zum Flughafen zurück und parke den daneben. So, und dann bin ich gerade am Überlegen, auf wen man jetzt noch drauf gehen könnte.
Vielleicht hier auf diese Pack, auf den Panzerjäger. Boah, habt ihr das gesehen, ey? Der hat den gekillt, ey. Eiskalt. Ice Cold Killer, ey. Ach scheiße, das war jetzt natürlich dumm, weil ich jetzt gerade hier sehe, dass hier ist ja noch ein Dreier, der jetzt vollkommen unbehelligt ist. Naja, gut, egal. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem freundlichen Schiffe versenken. Okay, da kommt er leider nicht hin. Das ist schade. Aber alles in allem nicht so tragisch. Gut, also hier haben wir schon mal aufgeräumt. Das heißt, jetzt werden wir uns nach Süden bewegen, wo uns die Einheiten entgegenkommen. Das ist dann jetzt auch nicht mehr allzu tragisch. Im Westen ist es noch etwas schwieriger. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger hier kämpfen. Aber alles in allem sieht das schon mal wesentlich besser aus als am Anfang. Aber es ist unfassbar, dass schon wieder 32 Minuten rum sind. Also echt unglaublich. So, du fährst mal kurz da rein. Zack. So, okay. Und dann ja, müssen wir uns mal überlegen, wie wir... Das geht nicht. Hier weiter vorgehen. So, gut, das sieht ja schon mal recht nice, nicer-dicer-mäßig aus. Und die Artillerie können wir jetzt auch schon mal hier hinstellen. Die können wir dann auch von oben gleich noch angreifen. So, ich weiß jetzt leider nicht, ob noch irgendwo anders irgendwelche Flugzeuge unterwegs sind. Also ich kann jetzt momentan nur den einen Jäger sehen. Ich hoffe mal, dass es das auch war. Wenn wir den abgeschossen haben, können wir auch unsere Bomber einsetzen. Das wird dann ein schönes Schlachtfest für den Gegner. Und ja gut. Wenn du das gern machen willst, dann mach es halt. Okay, die fahren da einfach sinnlos ihre Einheiten durch die Gegend. Und so, damit hat sich das jetzt mit den Flugzeugen erledigt und ja, jetzt sind wir dran. Eins, zwei, drei. Achso, da stehen überall Flak rum. Das heißt, wir könnten jetzt aber was anderes machen und zwar... Kommen da alle nicht hin? Leider nicht. So.
Ist jetzt auch egal, denn wir werden jetzt einfach mal ein bisschen die Schiffe missbrauchen als... So, als Hilfsartillerie, um die Flak zumindest anzuschießen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal drauf. Zack. So, Panzer sind ja nicht mehr allzu viele unterwegs. Hier haben wir noch einen. Da unten ist auch noch einer. Ach, das ist so eine Trollflak auch, sehe ich gerade. Da können wir mal gucken, ob der Zweier, ob der Vierer den Zweier tilgen kann. Nicht ganz. So, und zwei Bomber haben wir auch noch in der Hinterhand. Der eine geht mal auf den da unten drauf. Und der geht einfach auf die Command Unit drauf. So, dann haben wir noch ein paar Jägerchen, die eingreifen können und... Das war's dann aber auch. Das heißt, der hat auch noch. Mal gucken, ob was der hier gegen Godzilla sagt. So. Ja, jetzt hat Godzilla leider einen Erfahrungsbalken gewonnen. Das ist ärgerlich. Aber egal. Gönnen wir ihm, dass er dann vielleicht auch mal eine Chance hat gegen mich. Sehr hirnrissig. Oh. Godzilla ist aber dieses Mal nicht so leicht zu besiegen, aber jetzt machen wir erstmal das hier. Hier gehen wir auch noch drauf. Ach, ist das ein schönes Überrollfestival hier. Oh, der hat sich leer überrollt. Okay, gut, machen wir jetzt im Osten weiter. Ich bräuchte mal einen Aufklärer, weil ich recht wenig sehen kann. So, überrollt. Ich denke mal, die Flak können wir jetzt auch einfach stehen lassen. Die wird steht jetzt eher im Weg rum. Und dann geht's weiter, weiter, weiter. Der fährt da oben schnell rein. Der kann vielleicht hier im Westen noch ein bisschen mithelfen. Aber alles in allem sieht das ja schon mal ganz positiv aus. Gut. Okay. Ja.
Und das war jetzt eine etwas verlustreichere Runde. Gucken, dass ich die zwei da überrolle und der fährt da rein. Dann gucken wir jetzt einfach mal, was hier ein Sturmangriff bringt. Nicht so viel. Okay. Wie viel hatten der jetzt schon? 109, okay. Also wenigstens tut er sehr langsam nur Erfahrung sammeln und ich würde dann auch mal sagen, ich würde erstmal sagen, dass ich hier mal angreife. Schon, aber der hat auch schon, oder er ist leer, eins von beiden, aber der kann noch. So, und dann versuchen wir jetzt einfach mal das hier. Aber das geht auch nicht. WTF, ich krieg Godzilla einfach nicht kaputt, aber gut, er wird mir jetzt auch nicht allzu viel antun können. Überrollt. Und dann geht's weiter. Achso, die wollte ich ja jetzt, fahre ich mal hier zur Seite. So, jetzt bräuchte ich aber meinen Aufklärer, um zu gucken, wo die nächsten Truppen kommen. Okay, da kommt uns eine Einheit entgegen. Noch eine Artillerie und der Aufklärer kann auch noch mit. Aber Wahnsinn, dass ich hier Godzilla nicht kaputt kriege. Gut, mal gucken, was passiert. Okay. Das war's dann. Die Artillerie hat ihn getilgt. Der kommt da wahrscheinlich nicht runter, nee. Das Ding ist leer, ich fass es nicht, ey. So, jetzt hänge ich hier gerade leider ein bisschen im Stau fest. Nehmen die vielleicht mal um außen lang zu fahren. Aber wir haben ja noch ein paar Bomber, das heißt, mit denen könnten wir jetzt eventuell auch loslegen und die Schiffe auch noch als Artillerie benutzen. Ist die Frage, ob die irgendwo hinkommen. Wer kommt dahin? So, gut. Und dann alle Bomber, die jetzt gut gegen weiche Ziele sind, fliegen jetzt einfach mal nach Süden.
Der hat auch noch zwei Schuss. Gefällt mir übrigens richtig gut, dieser Bomber. Ist auch so ein, ja, Nachkriegsbomber. HS-132. Also, wie ihr sehen könnt, 22 Angriff gegen Luftziele, 16 Verteidigung gegen Luftziele. Also es ist praktisch auch schon wie ein Jäger. Dann 13 gegen harte Ziele, 17 gegen weiche. Also das ist wirklich schon ein Mordsding, der Bomber. Und dann hier ist noch ein Bomber. Der Level-Bomber wird wahrscheinlich leer sein. Jawohl. Gut, dann fliegen wir den mal zum Flugplatz. Obwohl er jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr eingreifen kann in das Szenario. Okay. Ja, es ist der letzte Zug und so wie es aussieht, werden wir das nicht glorreich schaffen können. Das dürfte so ziemlich feststehen. So, die kommen da leider überall nirgendwo hin, das ist blöd. Also wird es leider nur ein normaler Sieg werden. Jetzt ist der leer, ey. Nee. Achso, der kommt da nicht hin. Das ist wahrscheinlich scheiß Gelände. So, Ende Gelände und das war knapp. Der hätte fast ins Gras gebissen, der Aufklärer. Die müssen wir jetzt leben lassen, weil ich glaube, das ist die letzte Einheit auf der Karte. Das ist jetzt natürlich schade, schade. Gut, das heißt, wir nehmen jetzt einfach den Aufklärer und fahren rein. Ich gucke mir vorher nochmal die strategische Karte an, aber ich sehe, wir haben nichts ausgelassen. Das heißt, jetzt machen wir Schluss. Sieg der Achsenmächte. Die japanische Hauptstadt konnte gerettet werden. Viele Truppen dürften die Amis nicht mehr haben. Angriff auf Hawaii. Herzlich willkommen, Herr Feldmarschall. Unsere japanischen Verbündete haben uns um Hilfe gebeten bei der Einnahme von Pearl Harbor. Sie werden diesen Angriff führen. Ein paar ihrer Elitetruppen begleiten sie. Hilfe erhalten sie dabei von einigen erfahrenen deutschen und japanischen Elitetruppen. Allerdings liegen uns Berichte vor, nach denen die Alliierten an der französischen Küste eine Geheimwaffe gefunden haben und diese gerade dort ausbilden. Okay, also das muss ich das zweite I noch löschen. Genau, im nächsten Szenario erwartet uns noch eine kleine, noch eine kleine Geheimwaffe bei den Gegnern. Und was ich jetzt machen werde, ist, dass ich die Bismarck in die H-Klasse umwandle und warte mal kurz, Typ. Nee, das lasse ich jetzt mal. Und dann wollte ich hier noch den Feeling in eine andere Flak umwandeln. Hier in so einen Flakpanzer. So, und ansonsten war es das, glaube ich, soweit. Ich guck noch mal schnell bei den Jägern, ob es da noch irgendwas anderes gibt, aber das sieht nicht so aus.
Das heißt, wir haben jetzt noch 2217 Prestige, mit dem man irgendwie Unsinn machen kann. Ja, ist die Frage, auch was ich jetzt Überstärke drauf mache. Ich mache jetzt erstmal auf jedes Schiff 12, jedes Schiff auf 12er Stärke. Weil das wird gleich eine richtig heftige Seeschlacht werden. Und dann die Panzer noch alle. So. Das war's. Geld ist weg. Geld ist weggeschmolzen. Und das heißt, wir haben jetzt noch 22 Prestige, aber wir haben, denke ich mal, noch eine sehr starke Einheit, sehr starke Armee. Wir können sowieso nicht alles aufstellen, da muss ich mich dann entscheiden, welche Einheiten ich mitnehme und welche nicht. Vielleicht war es jetzt auch in dieser Hinsicht etwas dumm, wie ich das Ganze aufgerüstet habe, aber das ist jetzt relativ Schnuppe. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Szenario, was gleichzeitig auch das letzte ist, nämlich dem Angriff auf Pearl Harbor. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst ruhig ein Like da. Ansonsten tut's nicht. Und bis dann. Ciao, ciao.